Schaut mal meinen Grinser. Hi, Schatz. Heute, nach 6 Wochen, bin ich zum ersten Mal wieder am Fahrrad. Das nenne ich mal einen Service. Dafür war ich noch nie im Flughafen mit Wheelchair und Krone unterwegs. So sieht das nach einer Woche aus. Alter, schaut euch das an. Trailer! Und jetzt geht's nach Hause. Yo Leute, ich bin Nina. Das hier ist die Rosie, aka Rosie Racer, mein kleiner Trail Dog. Und ganz ungewohnte Umgebung. Die letzten 2 Videos waren Real Talk Videos. Und heute, nach 6 Wochen, bin ich zum ersten Mal wieder am Fahrrad. Und ihr seid mit dabei. Also das ist heute wirklich der ultimative Test für mich. Warum war ich so lange nicht am Fahrrad? Tja, ich schaue auch heute so aus. Ich bin jetzt tatsächlich drinnen in dem Schuh. Aber fragt mich nicht, wie sich das anfühlt. Das drückt halt wie Sau. Aber ist trotzdem besser damit. Und was hat es damit eigentlich auf sich? Tja, Leute, manche von euch haben es mitbekommen. Ich bin doch tatsächlich nach 10 Tagen Biken auf Madeira am Abreisetag so blöd umgeknickt, dass ich mir das Seitenband im Sprunggelenk gerissen und auch noch eine heftige Gelenksverletzung zugezogen habe. Tjo, da sieht man wieder, blöd kann's laufen. Aber wie ist das passiert? Also, ich habe einen sehr schweren Koffer genommen, nicht mal meinen, wollte den einfach mit Schwung auf die Ladefläche unseres Fahrzeugs hieven, die relativ hoch war. In dem Moment kam unser Fahrer von der Seite, wollte mir helfen, hat aber im selben Moment, warum auch immer, wieder irgendwie zurückgezogen. Habe es dadurch nicht geschafft, den Koffer auf der Kante abzulegen, der ging wieder runter. Jetzt war da plötzlich der Fuß von dem Fahrer, der davor halt nicht da war. Somit ist irgendwie mein Fuß auf dem seinem Fuß gelandet und deswegen bin ich dann umgeknickt. So viel dazu, aber jetzt würde ich sagen, wir gehen endlich mal Radfahren, oder? Ich muss sagen, ich bin gerade echt begeistert, weil ich muss hier Druck ordentlich geben. Und das funktioniert super gut. Ist brav. Sehr brav. Und schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wo sind die mal hinter mir? So, links oder rechts? Erste kleine Uphill-Challenge. There we go. Auf der Kamera sieht das wahrscheinlich wieder überhaupt nicht steil aus. Aber mit dieser, der Untergrund macht es halt auch nicht leichter. Aber wir haben es geschafft. Das schaut da richtig cool aus, muss ich sagen. Leute, schaut mal meinen Grinser. Das geht gerade alles viel, viel besser als erwartet. Ich meine, morgen werde ich es dann erst spüren, ob das zu viel war für den Knöchel, aber ist das schön. Das ist so schön. Nochmal Thema Verletzung. Wir den Abreisetag, wir waren eigentlich quasi am Weg zum Flughafen. Von Madeira nach Hause, wie ging es jetzt weiter? So viel Glück im Unglück, wie ich an diesem Tag eigentlich hatte,
unbeschreiblich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Rollstuhl am Flughafen wart. Das nenne ich mal einen Service. Ich nicht, auf jeden Fall. Ich hatte einen Fahrer, ich hatte einen Rollstuhl, ich kam super schnell überall durch. Sagt mir immer so schön, man muss in jeder Situation noch immer das Positive sehen. Und tja, mir wäre zwar lieber, wenn ich jetzt nicht verletzt wäre, aber ich muss schon sagen, in Wheelchair und Assistent durch den Airport ist schon ganz nice. Security Check-in, Pam. Zu viel dazu. Dafür war ich noch nie im Flughafen mit Wheelchair und Krone unterwegs. Dann war das Flugzeug tatsächlich so leer, dass jeder von uns seine eigene Reihe hatte. Reihe für mich, Reihe für jeden von uns. Und jetzt kommt's. Wir sind doch tatsächlich eine ganze Stunde früher angekommen und gelandet als erwartet. Der Flug war dann nur 3,5 Stunden, weil wir so krassen Rückenwind hatten. Zu Hause ging es dann noch ins Krankenhaus, um den Fuß zu röntgen. So sieht das nach einer Woche aus. Und Leute, eins sage ich euch. Gehen ist scheiße, laufen kann ich gar nicht. Aber Radfahren geht, Ergometer geht, zumindest rumrollen geht und... Was soll ich da noch mehr sagen, wenn Radfahren besser geht wie gehen? Ich bin gerade echt gespannt, wo ich da rauskomme. Leute, sowas muss man auch mal schaffen. Alter, schaut sich das an. Jetzt werden wir das schnell reparieren. Dann geht's weiter darauf. Ich weiß, wo wir sind. Neuer Helm ist euch bestimmt auch aufgefallen. Das ist der neue Speedframe Pro von Fox. Habt ihr da Bock auf einen Test? Vielleicht. Schreibt mir das mal. In der hat sich ein bisschen was verhakt mit ihrem langen Fell. Krass, schaut mal. Da schau, mach's kaputt. Mach's kaputt, schön Schatz. High five. Super. Also ungewohnt ist das auf jeden Fall. Für mich auch überhaupt nicht safe. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize it, babe. You ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. Super Rosi, und auf's hin! Super Rosi! Sie heißt nicht umsonst Rosi Wilson. Got this music popping, now I'm needing checks. Told my mama she don't even got a stress. Und jetzt zeige ich euch Rosies neuen Lieblingsplatz. Bravo! Toller Hund! Toller Hund! Hab vorhin von Schnee gesprochen. Da haben wir ihn. Leute, ich weiß, das war jetzt nicht die crazieste Bike-Ausfahrt ever. Aber ich bin trotzdem so happy,
bin so froh, dass das so gut geht. Was macht ihr jetzt eigentlich so die ganze Zeit? Viele von euch sind zu Hause. Schönen Tag! Und jetzt geht's nach Hause! So, wir sind wieder zurück, frisch geduscht und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und auf jeden Fall ein Abo, falls noch keines da sein sollte. Leute, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Zusehen. Ciao.